Debatte, vor allem in Computerspielen, eben geht es um die Darstellung von Frauen in Computerspielen und wie wir mit Frauen in der Gaming-Branche und in dem weiteren Kontext von Computerspielen auch umgehen. Ja, das Problem mit Geschlechterdarstellungen in Computerspielen ist, dass sie halt sehr einseitig sind. Wir haben einerseits die körperliche Darstellung, die sehr sexualisiert und objektifizierend ist, und andererseits auch, dass weibliche Charaktere in Computerspielen oft nicht dieselben Handlungsmöglichkeiten haben wie die männlichen. Um diese Situation zu verbessern, da gibt es einige Ansätze. Also was ich am wichtigsten finde, ist, mehr Frauen in die Gamesbranche zu bringen, und zwar nicht hinein zu zwingen oder mit einer Quotenregelung, sondern dass man einfach Hindernisse abbaut und generell die Atmosphäre verbessert. Und was auch sehr viele Spielerinnen davon abhält, Computerspiele zu spielen, sind halt so sexuelle Übergriffe in Foren und in MMOs und über Direktnachrichten. Und da finde ich, dass die Spieleentwickler und Publisher auch eine Verantwortung haben, da gegen mehr vorzugehen.